Ja, hallo ihr Lieben, kurze Mail. Ja, eigentlich mich das Thema, die berühmten Schmetterlinge sind eigentlich kein gutes Zeichen, dass man in einer gesunden Beziehung, also immer, sagen wir mal, gesunde Dating-Situation ist. Ja, ich hoffe, ich zerstöre nicht irgendwelche Illusionen bei euch. Wir gucken uns mal eine Mail dazu an und wenn ich öfter mal runtergucke, dann liegt das an der Katze, die da wieder komische Sachen macht. Hallo Christian, ich habe vor einer guten Woche über Pali Shipley einen Kontakt zu einem Mann bekommen, der von mir 200 Kilometer weit weg wohnt. Ja, ich frage mich immer, wenn schon Online-Dating, warum muss das denn auch noch dann in einer anderen Stadt sein? Das kann natürlich, ich meine, wäre es jetzt nicht grundsätzlich, schreibt mir wahrscheinlich wieder jemand, dass er, ja, auf Feuerland hat er über Bumble jemanden kennengelernt und genau, das hat gepasst, okay, aber ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Ist doch sowieso schon schwer genug. Und dann auch noch Fernbeziehung, ich weiß nicht. Ja. Er ist Lehrer für Mensch, ärgere dich nicht, Dame und Halma. Wir sind beide in den 50ern, beide geschieden. Anfangs wollte ich gar nicht drauf eingehen, weil das mir zu weit weg war. Dann schrieb er sehr ausführlich, interessant und oft, dass ich mich auf den Austausch einließ. Er rief mich schon nach ein paar Tagen an und das Telefonat dauerte mehrere Stunden. Insgesamt war es wie so eine Art 24-Stunden-Dauerkontakt. Also ich weiß ja nicht, wie lange du dabei bist, aber ich kann euch immer nur inständig anflehen. Macht die fucking Kurse, macht wenigstens den Dating-Kurs, dass ihr so eine Scheiße vermeidet. Das ist so liebessuchtfördernd so, ne? Dieses, ah, gleich, ah, wir telefonieren, habt ihr noch gar nicht gesehen und gar nicht weg vom Telefon, Date ausmachen, fertig, ne? Wir verabredeten ein Treffen auf der Mitte. Schon im Vorfeld kam so ein Gefühl von Seelenverwandtschaft und merkwürdigen Parallelen, gleiche Liebeslieder, Interessen, Ansichten und wahrscheinlich auch den berühmten Schmetterling. Und das ist eine Red Flag. Es tut mir wirklich leid, aber das ist genau Anzeichen, dass da eher eine Wundenanziehung ist zwischen euch beiden. Und das so genau fühlt sich das an. Ne? Heißt leider nicht, dass ihr zusammen auf Kamelen einen Sonntaggang reitet. Ja. Meist von ihm festgestellt. Er sah uns auch schon vor dem Treffen als mögliches Paar. Ist total toxisch. Heißt es nicht, dass es ein Narzisst ist oder so? Kann auch ein sehr abhängiger Mensch sein. Man weiß einfach, aber an sich ist es toxisch, ne? Und du spielst natürlich auch eine Rolle damit, ne? Also, dass du darauf eingehst. Ja, bei mir erzeugt das einerseits Vorfreude, aber auch massiv Angst. Ja, und Schmetterlinge haben eben häufig mit Angst zu tun, ne? Eigentlich mehr wie so ein Angstsymptom, ne? Also Verlustangst oder aber auch. Kann auch eine Angst sein, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Zu schön, um wahr zu sein, ja auch das. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Und ich dachte an deine Videos. Das Treffen war meinerseits auch von großer Nervosität begleitet. Bei unserem ersten Aufeinandertreffen war dann schon von Beginn an klar, dass nun eine Beziehung wurde. Das ist überhaupt nicht klar, wenn ihr das erste Date habt. Und auch das, dieses Tempo, ich meine, ich kann euch immer nur wieder anflehen, macht die fucking Kurse, weil da steht da alles drin, ne? Lovebombing, Fast-Forwarding, das ist wieder so die ganze Armada hier. Und selbst wenn man selber merkt, dass man das mitmacht oder womöglich sogar selber antreibt, ja, muss man einfach drüber nachdenken, warum ich das, ne? Das ist doch nicht gesund, ne? So nahm er gleich nach der Begrüßung meine Hand. Nun ja, gewehrt habe ich mich nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich schon so von der Situation überfahren. Das Treffen verlief gut, rückblickend meinte ich, Lovebombing auszumachen und er drängte darauf, mich gleich am folgenden Sonntag an meinen Wohnort zu besuchen. Nein, hört nicht, macht euch nicht so eine Story. Er drängte dich nicht dazu. Du hast Ja gesagt dazu. Du hast zugestimmt und ist auch nicht zurückgenommen. Also versucht euch nicht so eine passive Geschichte zu erzählen, weil dann denkt ihr irgendwann, ihr könnt nichts machen, so, ne? Ich ließ mich darauf ein, dann war er auch bei mir, blieb über Nacht. Es schien diesem Moment zu stimmen, beim Hallenheimer, wo er ja eigentlich Lehrer ist, nein, Spaß. Ja, gab es natürlich dann wieder, ich weiß nicht, das liest man ja so oft gerade hier, irgendwelche sexuellen Probleme, es kam zu Irritationen. Er erzählte unheimlich viel von sich und seinen Gefühlen.
auch sprach er über mich, ja, ich hatte das Gefühl, dass das, was ich sagte, mehr als Information diente, wie ich tickte. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie komisch, ne? Kurz sprach er zwischendrin von Auslesen. Ich wurde immer misstrauisch. Dann erzählt er mir von einem, ja gut, das lasse ich jetzt mal weg, einerseits, weil das auch so spezifisch ist, und aber er erzählte eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, die jetzt auch nichts zur Sache tut, die aber in dir, kann ich auch verstehen, wenn man, wenn ich die lese, ein Gefühl aufkommt von, also irgendwas passt hier aber mal gar nicht. Und auf genau das sollt ihr achten. Und dann sollt ihr auch drauf hören und meiner Meinung nach diesen Menschen nicht weiter daten, ne? Mir wurde richtig unheimlich. Also das ist, sollte wirklich ein Stopppunkt sein. Kann ich euch nur zu raten. Also dann datet echt lieber jemand anders. Selbst wenn ihr daneben liegt, ist ja, gibt's immer noch 4 Milliarden Männer. Aber weiterzumachen und sich damit zu irren, dass man weitermacht, halte ich für viel, viel problematischer offensichtlich, ne? So, warum hat er mir diese Geschichte erzählt? Ja, spielt alles keine Rolle, hör auf dein Bauchgefühl, ne? Ich wurde damit Botschaften erschüttert, bis ich mir Bedenkzeit erbat. Ich habe nach einer länger zurückliegenden toxischen Beziehung Bindungsangst. Ja, aber sorry, Bindungsangst hin oder her. Also ich würde dir erstmal raten, einen Datingkurs zu machen, dass du mal da Struktur reinkriegst in deinen Datingprozess und nicht solche Situationen kommst, sondern ein Date die Woche, 1,5, 2 Stunden maximal. So, dass du da mal Standards, das ist völlig ohne Standards, weiß nicht, gibt es da irgend so ein so eine Lawine hier? Und das sind genau die Sachen, ich weiß, jetzt noch gar nicht viel passiert, alles gut. Genau die Sachen, wo man dann hinterher sagt, scheiße, warum habe ich das nicht früher gewusst? Und also ich würde ja hier einen Stopp machen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist ein Riesenproblem, ich suche das Haar in der Suppe. Hier ist aber kein Haar in der Suppe, hier ist geradezu ein Büschel Extensions in der Suppe, würde ich mal sagen. Andererseits habe ich das Gefühl, es stimmt irgendwas definitiv nicht. Männlicher Borderline, das spielt keine Rolle. Du hast ein schlechtes Bauchgefühl, fertig. Ne? Gut, in diesem Sinne, hört auf euer Bauchgefühl, macht die fucking Kurse, macht nicht nur die Videos. Und unser neuer Podcast kommt raus, bald. Abonniert ihn schon mal. Findet ihr überall, Spotify und so weiter. Dopamin mit 2 A heißt der. Mit, also unser Beziehungspodcast mit Aline und mir. Super spannend, glaube ich, dass ihr nichts verpasst. Der wird dann so 14-täglich kommen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf einer von meinen Lesungen. Ciao.